Ja, hallo meine Freunde, wieder herzlich willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, Mobile Reportage und mehr. Wir haben heute den zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr feiert schön mit eurer Familie, euren Verwandten und Bekannten. Ja, ihr seht, die Anlage ist diesmal aus. Das Einzige, was an ist, ist die Zusatzbeleuchtung. Und hinten natürlich diese Lampen, die ich aufgehängt habe. Der Grund ist ganz einfach der. Ich werde heute kein Fahrvideo machen. Ich habe einfach nicht die Mauge dafür. Es tut mir leid, Leute, aber ich will nicht wieder rumjammern, aber zwei Tage hintereinander Fahrvideo gestalten, was fast zwei Stunden gedauert hat. Das Schneiden dann noch einmal über eine Stunde. Von gestern, das will ich gar nicht dran denken, das war eine Katastrophe. Diese 15 Minuten, die ihr da gesehen habt, oder diese 17 Minuten, das war eine Arbeit von fast 4 Stunden. Da könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie kompliziert das gewesen ist. Insbesondere was die Kreuzungsweiche angeht, da muss ich mir was einfallen lassen. Ich habe ja auch mitbekommen, dass ich da sehr oft an der Stelle geschnitten habe. Es ging einfach nicht anders. Jetzt fahren nur noch sehr wenig Loks über diese Kreuzungsweiche drüber. Viele in Gleisen. Wahrscheinlich ist er doch kaputt oder verklemmt, ich weiß es nicht. Ich habe auch schon mit Pinselnagel geputzt. Ja, ist egal. Außerdem sind mir fast 8 Minuten vom Videomaterial verloren gegangen. Ihr habt ja auch mitbekommen, dass da eine zusätzliche Lok plötzlich beim Schieben des Kohlezuges aufgetaucht ist. Natürlich war es nicht die BR106, sondern eine V36 alias BR103. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Tut mir leid. Aber ja, wie gesagt. Ja, das Einzige, was gut geklappt hat gestern, das war das Exportieren des Videos. Das hat mich ein bisschen gewundert, denn es waren insgesamt über 40 geschnittene Videoschnipsel, die ich halt dementsprechend angepasst habe und sortiert. Und gestern waren es gerade mal die Hälfte davon und da ist das Programm ständig kollabiert. Und diesmal hat es mit einem Rutsch die Sache durchgezogen und auch das zweite Mal, als ich die Audiospur runtergelegt habe, hat das Ganze einwandfrei funktioniert. Ja, manchmal geht's nicht. Dafür haben halt die Züge sehr oft rumgesponnen, insbesondere was ein Talent angeht. Da wäre ich am Ende sogar richtig ausgeflippt. Ich habe das aber nicht drin gelassen, logischerweise. Ich habe nichts kaputt gemacht, keine Sorge. Ich bin ein bisschen laut geworden, wie das halt immer so ist, wenn was nicht klappt zum Ende zu. Er wollte partout nicht über die Weiche fahren, er ist immer wieder entgleist. Ich habe ihn umgedreht, nochmal reinfahren lassen, in Schrittgeschwindigkeit entgleist. Ich habe schon überlegt, nimmst du einen anderen Zug. Aber ich hatte das nun schon zum Stück gefilmt, als er um die Kurve kam. Und eigentlich sollte ja auch noch ein Stück kommen, wo er hintenrum ums Bahnbetriebswerk fährt. Aber wie gesagt, mir ist ein Teil des Videos verloren gegangen. Und zwar genau der Teil, den ich mit der Actioncam gefilmt habe. Das ist eine komplette Datei gewesen, die einfach nicht wiederhergestellt werden konnte. Die war kaputt, ich habe keine Ahnung warum. Ich hätte wohl Stopp drücken sollen und ein neues beginnen. Wäre besser gewesen. Stattdessen habe ich die Kamera durchlaufen lassen, weil ich dachte mir, der Akku hält nicht so lange. Lass es einfach weiterlaufen und gut ist. Und das war der Fehler. Die Datei ist wahrscheinlich entweder zu groß geworden oder irgendwie kaputt gegangen. Jedenfalls war sie nicht lesbar. Da war enthalten Ausfahrt V36, Rangieren V36 im Bahnhof, bis die hinten bei der 110er ankommt. Ne? Ist also in den Tunnel rausgefahren und dann auf der anderen Seite habe ich sie da dran gehängt. Leider weg. Und natürlich ist auch der Inhalt verschwunden mit dem Talent, der zuerst durch den Tunnel kommt, am Bahnübergang, hinten lang an der 103er vorbei, also in der E-Lok, den Dummy, nicht dass ihr euch wundert, warum nicht fährt,
Es ist nur ein Dummy, also ein Standmodell. Und dann hatte ich die Kamera so positioniert, dass die Kurve, die Draufsicht, die finde ich sehr genial. Habe ich diesmal anders gemacht. Ich habe die Kamera leicht angelehnt auf dem inneren Gleis, so wie ich das von der anderen Seite gefilmt habe, als der Kohlezug kam, oder Kesselzug besser gesagt, mit der 241. Das war ja eine sehr, sehr coole Perspektive. Man hat sogar noch die eine Figur gesehen, die da noch da stand. Und dasselbe habe ich von der anderen Seite gemacht halt. Aber es ist weg. So habe ich bloß noch den Teil übrig, als der Talent dort am Bahnübergang rüberkommt und dann Richtung Bahnhof fährt. Habe ich nicht gewusst, dass das kaputt geht. Aber es kann passieren. So, gut. Das war das. Und warum ich heute kein Fahrvideo mache, nur ganz einfach. Ich habe einfach die Mama nicht dazu. Wie gesagt, ich werde natürlich einen dritten Teil machen. Genauso wie das jetzt dasteht, bleibt es dastehen. Und der dritte Teil folgt Silvester. Das ist versprochen. Und es wird auch ein sehr langes Fahrvideo. Vielleicht auch noch echte Sounds mit einbauen. Das muss man mal sehen. Weil das ist nämlich auch nicht so einfach mit den Sounds. Ne? Und wenn dann das Video zusammengeschnitten wird und ich die Audiospuren nochmal extra legen muss, wird das bei Echtsound einfach zu viel Arbeit. Da muss ich mal sehen, ob ich dann vielleicht nur eine Kamera nehme, vielleicht mal die Actioncam. Oder nur wie bei der Sony, wenn sie bis dahin noch funktioniert, bis jetzt haut sie einmal frei hin. Das werden wir dann alles sehen. Nichtsdestotrotz gibt es halt trotzdem was. Das hört sich gut an, ja? Nichtsdestotrotz gibt es trotzdem was. Zum einen habe ich vor, mit euch zusammen den Holzwagen zu gestalten. Das heißt also, den Einrungenwagen wird auf Holzladung umgerüstet. Ob mir das gelingt, das werden wir sehen. Den Leim, den ich da habe, sage ich aber nichts dazu. Der treibt mich auch manchmal zur Weißglut, da darf man einfach nicht zu viel davon nehmen, weil der trocknet sehr langsam. Und man darf halt nur tröpfchenweise nehmen. Ja, und dann möchte ich mit euch noch das zweite Plattenbaugebäude fertigstellen. Insbesondere noch Alterung und Figuren setzen. Das müssen wir dann alles sehen, ob das auch so klappt. Denn wie gesagt, der Leim ist nicht so überragend. Ja, und dann hatte ich auch noch vor, dieses Spezial, einige von euch haben es sich gewünscht, mit dem PC-Umbau, der kann aber nicht erfolgen. Jetzt ratet mal, warum. Es fehlt nämlich was ganz Entscheidendes. Na, kommt ihr drauf? Ich sag's euch. Die Wärmeleitpaste fehlt. Ohne die wird der Lüfter nicht umgebaut. Das ist mir einfach zu riskant, den neuen Prozessor zu gefährden oder zu schrotten. Oder das neue Mainboard. Da muss erst Wärmeleitpaste da sein. Vielleicht hat ja jemand welche da und kann sie mir anbieten. Oder ich muss mir halt welche bei eBay bestellen. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Und es ist auch leider keine in dem Karton drin. Und jetzt den Lüfter einfach abmachen von meinem Board und auf das neue drauf zu setzen. Ohne zusätzliche neue Kühlung. Also Wärmeleitpaste, das mache ich nicht. Das fällt aus. Da wird sowieso schon kochenheiß. Selbst mit meinem Prozessor schon. Ja, dazu muss erstmal das Ganze alles gereinigt werden. Da habe ich auch Pinsel mir besorgt. Aber das kommt alles später. Heute ist erst einmal Basteln angesagt. Ja, und da würde ich sagen, ich baue jetzt die Kamera um. Und dann geht es los erstmal mit dem Einwagen. Die Umgestaltung mit der Holzladung. Und wie das dann am Ende aussieht, das werden wir sehen. Also, bis gleich. Ja, Freunde, wie ihr seht, Kamera ist einsatzbereit, diesmal steht sie woanders, mitten auf der Anlage. Ich hoffe, die bleibt doch stehen und kippt nicht um. Und ich hoffe, sie bleibt auch eingeschaltet. So, wie gesagt, wir fangen jetzt erstmal mit diesem Umbau des Containerwagens um auf Holzladung. Hier haben wir den guten. Ne? Das ist halt ein ganz normaler Fleischmann-Standard. Containerwagen mit diesen Wechselbrücken von Fashion. Und die mache ich jetzt erstmal runter. Ja. So. Ja, ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Es ist ein bisschen schräg, aber ich denke mal, das wird trotzdem funktionieren. So, dann haben wir hier diesen ganz feinen Draht, der dann zum Schluss drum kommt, wenn alles klappt. Da. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich
der Seite. Habe ich hier ein Körpermesser, Vorsicht, das ist scharf. Und dann habe ich hier eine Schere, die werde ich wahrscheinlich nicht verwenden müssen. Ja, und dann habe ich natürlich, logischerweise, Holz. Viel, viel Holz. Holz verdünnen. Nee. So. Okay. Wie fangen wir da jetzt an? Also zuerst mal gucken wir, welche Holzteile oder Holzstangen, nenne ich es einfach mal so, hier drauf passen, dass sie nicht zu hoch werden und vor allem gleichmäßig aussehen. Dann nehme ich jetzt zuerst einmal einen großen, das löst sich an, einen kleinen, also einen dünnen und wieder einen dicken. Dicken den lang. So, natürlich, wie gesagt, die haben alle unterschiedliche Längen. Ja. Da muss man ein bisschen probieren, was da so passen könnte. Der ist zum Beispiel etwas länger. Ja. Ich hoffe, das kann man alles noch erkennen. Und dann probiere ich das nämlich erstmal aus, wie das dann ausschaut, wenn das dann auf dem Wagen liegt, also sprich lose. So. Okay, das sieht ganz gut aus. Das lasse ich noch ein bisschen Abstand, weil man darf ja nicht vergessen, dass hier drüben dann auch noch welche hin müssen. So, dann haben wir nochmal die dünn. Die könnte man ja dann so. Das ist mir zu blöd. Wir machen das anders. Komm. Wir machen jetzt zwei dünne. So, dann einen dicken. Dann einen dicken. Oh mein, ich weiß nicht, was anhört, es tut mir leid, Leute. Noch einen dicken. Es darf ja nicht zu hoch werden, ne? Soll ja noch ein bisschen realistischer aussehen. Und dann würde ich sagen, noch ein Ding. So, das wäre die eine Seite. Und das sieht ganz cool aus. So. Aber es wird eben nicht in den Wagen geklebt, ne? Das kommt natürlich nicht in Frage, sondern ich werde versuchen, diesen Stapel, so wie er jetzt dort auf dem Wagen liegt, ja, das wird interessant, mit diesem wunderschönen Klebstoff zusammenzuhalten. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Was haben wir hier noch für Holz? Darf nicht vergessen, es kommt noch ein zweiter von dieser Art von Wagen. Und das ist dann der 10. Holzwagen. Ne? So, ich nehme das gleiche nochmal hier drüben. Zweimal dünn. Und einmal dick. Dann nehme ich nochmal dünn. Noch halten die Rohren alles aus und nochmal zweimal dünn. So, das müsste ungefähr, sieht auf jeden Fall nicht gleich aus, sondern eben dementsprechend unterschiedlich. So, das wäre dann der erste Wagen, der beladen ist. So werde ich das auch übernehmen. Das kommt dann hier rein von den anderen, der dann noch zusätzlich kommt. Ich halte es mal kurz hoch. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. So sieht das Ganze aus, ich halte es fester und ich denke, das passt doch ganz gut. Ne? Aber wie gesagt, das ist alles noch lose und damit ich dann genau weiß, welcher wohin kommt, werde ich erstmal den einen Stapel abmachen. So, den anderen lasse ich drauf und jetzt versuche ich das Ganze zusammenzukleben. Oh mein Gott. So. War ja so gewesen. So. Dann die zwei drauf und die andere oben drauf. Genau, so war es gewesen. Versuchen wir das Ganze mal zusammenzukleben. Ich werde natürlich mit diese die Nippen hier vom Wagen hier, die hier, die werde ich mit berechnen. Die mache ich also nicht kaputt. Nicht, dass ihr denkt hier, ich werde die wegschaben oder wegtrennen oder wegschneiden, nein, die werden logischerweise nicht entfernt, sondern dann berechne ich das halt einfach so, dass in der Mitte hier Luft bleibt bei den Holz und das Ganze dann, ja, das wird interessant mit dem Zusammenkleben, also ich glaube nicht, dass das mit dem Klebstoff hier was wird. Oh Gott, das kann ja lange.
Sowas soll Bastelkrämer sein. Ich glaube, der ist nicht dafür gedacht. Der ist einfach nicht dafür gedacht. Aber wir versuchen es trotzdem, ne? Bisschen blasen, ein bisschen boosten. Das wird schon passen. Oder auch nicht. So. Das sieht doch schon ganz gut aus. Wenn es denn halten würde. Hält's? Natürlich nicht. Vielleicht sollte ich das Ganze mit Holzkleber versuchen. Geht vielleicht besser. Das ist vielleicht eine bessere Lösung. Bei dieser Klebstoff hier, der ist vielleicht für Plastik gedacht. Ne? Das wird nachher bei dem Hauszusammenbau ganz interessant. Da habe ich das jetzt immer anderen Kleber gehabt. Ich glaube, das war auch Bastelkleber von einer anderen Firma. Aber der hier, der ist einfach nur, ich will es mal ganz nett ausdrücken, scheiße. Ne? Hält's jetzt oder hält's nicht? Ne, es hält nicht. Gut, okay, dann versuchen wir das Ganze mit Holzklemmer, das wird hier mit dem Klemmer. Ja, seht ihr Leute, das ist der Vorführeffekt. Ja, das hält nicht. Das ist, der Leim ist Dreck. Ach, so ist es, der Leim ist Dreck. Ja, Leute, ja? Vergessen, wird nichts mit dem Kleber. Vielleicht ist auch nicht dafür gedacht, weil das ist ja Holz. Und das ist ja Plastikkleber oder Bastelkleber. Und, gut, dann versuchen wir das Ganze halt mit Holzkleber. Ja? Da steht doch Bastelkleber drauf. Aber ich hoffe, dass es mir jetzt besser gelingt mit dem hier. Den habe ich auch verwendet, um meine Masten festzukleben. Das ist halt immer das Problem, dass es halt nicht so schnell fest wird. Und ich will ja nicht die ganze Zeit die Kamera sinnlos laufen lassen. Ja? Sondern das sollte auch ein bisschen was zu sehen sein von der Arbeit, die ich immer habe. Ja, das geht auf jeden Fall besser. Das ist schon mal klar. Ich weiß, ihr würdet wahrscheinlich einen anderen Klebstoff nehmen. Vielleicht hätte ich auch Sekundenkleber holen sollen bei Rewe. War ja auch am Weihnachtstag einkaufen. Aber daran habe ich nicht gedacht. Man kann hier auch mal was vergessen. Ne? Das ist nicht so wild. So, ja, das passt. Wunderbar. Jetzt geht's ratzfatz. Jetzt klappt das Ganze ganz gut. Ihr merkt, ich zittere. Ist halt nicht so einfach, das Ganze. Na, kommst du raus? Ich glaube, das habe ich doch anders gemacht, als es auf dem Wagen war. Aber das ist jetzt egal. Hauptsache, dass der Stapel einigermaßen ordentlich aussieht. Ne? Und nicht so komisch. So, das ist ganz okay. Ja, ich würde sagen, das passt. Unterschiedliche Baumstämme, unterschiedlich groß. Ich kann es jetzt nicht anheben, aber ich kann mir noch ein Stückchen ranzoomen. So. Seht ihr es? Den lege ich jetzt zur Seite und dann nehme ich mir einen zweiten vor. Also dieser Holzkleber, der scheint wohl gut zu funktionieren. Und zum Schluss kommt dann natürlich das Gebimsel hier drum rum. Wie in echt. Ich könnte natürlich auch noch dieses Gebimsel dann altern, das heißt, dass es wie Rost aussieht, aber das lassen wir dann, wie es ist. So, der erste Stapel ist fertig. Jetzt
jetzt kommen wir zum zweiten Stapel und da hast du ein bisschen mehr zu tun. Das muss ich jetzt noch mal testen, wie ich das genau hatte. So, okay, das passt. So. Also ich finde das Holz wirklich genial. Das ist wirklich sehr, sehr schönes, ungleichmäßiges Holz, was wirklich perfekt geeignet ist zum Kleben. Ja. Man könnte es natürlich jetzt auch anders machen, ne? Damit das Ganze nicht wieder auseinanderfällt. Werde ich mal was anderes versuchen, nämlich ich nehme jetzt einfach die Stangen hier runter, die Stangen, so, den wieder in die Mitte, so, das geht natürlich auch, so, und jetzt mache ich einen Leim rein, also in das Holz und nicht auf den Wagen, und ich denke, das müsste eigentlich auch klappen, wenn man nicht gerade das Zeug mit dem Waggon festklebt oder besser gesagt im Waggon festklebt, sollte das Ganze gut klappen. So. Zack, das sieht irgendwie auch noch schon vor uns aus, egal. Das macht nichts. Wunderbar, ja, das geht. Jetzt muss man natürlich am Rand aufpassen, dass am Rand nicht so der Leim dran kommt. Da muss ein bisschen, also nicht, dass die Rungen festgeklebt werden, das wäre ein bisschen blöd. Da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt hier. Denn diese ganzen Stangen der Hand zu halten, wenn sie dann zusammengeklebt werden, ist das, ich glaube, das gelingt mir nicht. Bei den anderen ging es ja noch, bei dem anderen Stapel, aber bei dem Stapel ist es halt ein bisschen kritisch, sage ich mal. So, das klappt ganz gut. Und zum Schluss dann noch der eine. Das soll ja ungleichmäßig aussehen, ne? Wie es halt in echt ist. Dann machen wir die Ecke mal zu hier. Das darf nicht rein dürfen. Ja, der große muss aber zusammengedrückt werden. So, ja, so klappt's. So klappt's. Sehr, sehr schön. Der wird wahrscheinlich ein bisschen höher sein, der Stapel. Da gehe ich mal davon aus, dass der ein bisschen höher ist. Warte mal, ich komme hier mit dem Messer. Moment, Moment. Wo ist es hier? Den dünnen mal da rüber schieben. Und den dicken dann dazwischen. Natürlich gerade, wenn es geht. Und es ist kein Klebstoff an den Rungen vorhanden. Also das ist ganz wichtig. Nicht, dass das Holz dann im Wagen festklebt und wir das dann rausbrechen müssen oder rausdrücken müssen. Das wäre ein bisschen ungünstig. Das sieht doch ganz gut aus. Gut, lassen wir das mal trocknen auf dem Wagen. Und dann nehmen wir uns den Stapel, den ich gerade gemacht habe. Das müsste eigentlich schon ziemlich fest sein, aber noch nicht ganz. Das reicht noch nicht ganz. Ihr seht, ich habe die Nut mit berechnet. Ne? Hier. So. Ich hoffe, man kann es erkennen. Wegen dem, wo vorher der Container drauf stand. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon versuche mit dem Metall hier. Ich werde es mal riskieren. Aber nur vorsichtig. Zack. Und dann nehme ich mir hier so ein Stück von diesem Draht. Ich denke, das ist noch nicht ganz fest. Das wird wahrscheinlich nicht ganz klappen, was ich hier vorhabe. Und dann wickle ich das hier drum. Das ist bestimmt noch nicht ganz fest. Na, wir warten mal noch ein paar Minuten. Wir warten noch. Ja? Ich melde mich dann gleich wieder, wenn das ein bisschen trocken ist. Bis gleich. Ja Leute, da bin ich wieder. Ihr seht, der andere Holzstapel ist runtergenommen. Der trocknet etwas langsamer, warum auch immer. Aber wie ihr seht, habe ich mir was Neues überlegt. Weil das sieht doch noch viel, viel besser aus als drum gestungen. Ne? Dafür sind ja die Ösen auch da.
die halten jetzt das ganze Holz fest. Die sind richtig eingehakt, ne? Wie ihr sehen könnt. Also das ist nicht nur festgeklebt, sondern die sind richtig fest mit den Ösen verankert. Gut, das werde ich jetzt bei der nächsten Öse auch versuchen. Natürlich mit euch zusammen, dass ihr das seht, wie ich das gemacht habe. Ich habe da wieder so, das war jetzt eine spontane Idee, ne? Also das war eigentlich nicht geplant. Die kam mir gerade die Idee mit diesen Ösen, weil ich die hier gesehen habe. Da dachte ich mir, na, wisst ihr was? Da kannst du ja die Ösen gleich verwenden, wenn die das aushalten hier. Und man muss halt wirklich aufpassen mit dem Treten hier, die sind doch sehr steif. Man darf das nicht zu sehr dehnen oder, sag ich mal, zu sehr, ja, dass es eben abreißt. Jetzt ist meine Idee, jetzt mir vielleicht noch das feste klebt, dass es dann ganz und gar stabil ist. Ne? Also hier, sprich, auf das Holz kleben, aber ich lasse es wie es ist, dann ist es auch realistisch. Muss man halt den Wagen sehr sanft behandeln, sag ich mal. So, nehme ich mir so ein Stück Metall oder Trätschen. Dann habe ich das in der Mitte gebogen. So. Zack. Da entsteht hier eine kleine Öse. Und auf der anderen Seite auch. So. Jetzt gucke ich das mal wegen der Länge. Das könnte ungefähr hinkommen. Und dann habe ich das Ende, habe ich dann hier verzort. Verzort. Ja, ich würde die Brille absetzen. Ihr kennt das ja bei mir. Das geht leider nicht anders. Das ist nun mal technisch nicht anders zu lösen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, dann habe ich das Ganze ein bisschen verdröselt. Ja. Dann langziehen, sodass ganz, ganz schmale Ösen entstehen. Und dann habe ich drüber gespannt. Da muss man natürlich wirklich übelst aufpassen, dass die Ösen nicht wegbrechen. Wenn das zu viel Druck und zu viel Spannung ist, brechen die natürlich weg. Also ganz vorsichtig immer probieren. Am besten mache ich das diesmal hier. Ja, das passt. Das ist noch ein bisschen zu lang. Ist noch ein bisschen zu lang. Da müssen wir noch ein bisschen trödeln. Und das habe ich dann auch gekürzt. Ja? Man könnte natürlich jetzt auch die Zange nehmen, aber mit der Zange kriege ich das nicht so genau hin. Deswegen mache ich das halt alles mit der Hand. Ja. So jetzt. So, zack. Immer die Öse im Auge behalten. Nicht ganz. Bisschen noch. Wird dann wieder gekürzt, ne? Das wollte ich gleich mal gesagt haben. Es wird dann wieder gekürzt. Dass es halt dann auch ein bisschen realistisch aussieht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen hier, dass ich mir schön in die Finger reinsteche. Nein, es war Spaß. Natürlich nicht. Ich steche mich ja nicht in den Finger, da braucht ihr keine Angst haben. So viel kann ich noch sehen, ne? Das sehe ich noch, was ich da veranstalte. Ja, passt. Wunderbar. Da haben wir es. Jetzt noch ein bisschen Spannung drauf geben. Dass es auch wirklich fest ist. Also sprich, dass es von Öse zu Öse Spannung aufs Holz gibt, so wie das halt auch in echt ist. Ne? Dafür sind ja diese Gurte da. Und das Holz auf dem Wagen drauf bleibt. So, jetzt haben wir hier zwei wunderschöne Ösen. Na? Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich habe jetzt gerade die Brille ab, deswegen kann ich das Display jetzt nicht erkennen. Jetzt kürze ich das ein Stückchen, das heißt, ich lasse ein bisschen was übrig. Nicht zu viel, aber so, dass es gerade zusammen bleibt. Und dann spanne ich das hier drüber. Machen wir mal andersrum, geht vielleicht besser. So. Also ich kann nicht sagen, Leute, das ist eine ganz schöne Sisyphus-Arbeit.
Und ihr solltet da wirklich übelst aufpassen, dass ihr da nicht euch den Wagen kaputt macht oder die Ösen wegbrecht, weil das wirklich ultra empfindlich ist. Aber am Ende hält es dann noch. So, das müsste jetzt. So, und da ist das Holz jetzt fest auf dem Morgen. Natürlich muss jetzt das Teil hier, da, das muss natürlich jetzt noch etwas umgebogen werden, dass es nicht in der Gegend rumbaumelt. Ne? Ihr wisst ja, Sicherheit geht vor. Nicht, dass es auch schnell nochmal abkriegt, wenn er zu vorbeifährt am Bahnhof. Und dann ist er nackt und die Jacke ist ausgezogen oder wird hinterher gezerrt. Also müssen wir das hier drunter klemmen. So. Und damit ist die Öse fertig. Fest verzurrt. Fest verzurrt. Das Holz ist jetzt fest verzurrt. Auf dem Wagen. Ne? Ja. Nicht festgeklebt. Muss ich meine Pull-Upse setzen. Nochmal. So, also. Fest verzurrt. Ja, ihr seht, ich halte es jetzt andersrum. Da wackelt nicht mehr, aber das Holz ist nicht festgeklebt. Ja, das wird jetzt von den Ösen festgehalten. Ja, ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Und das gleiche mache ich jetzt mit dem anderen Stapel. Ja, das war jetzt eine spontane Idee. Man könnte natürlich jetzt noch einen dritten hier drüber ziehen, ne, damit es auch wirklich fest ist auf dem Wagen. Ja, machen wir noch einen dritten drüber. Kriegen wir hin. Dann machen wir noch einen dritten drüber. Dann ist es wirklich sicher auf dem Wagen verzurrt und gar nicht mehr runterfallen. So, zack, Ösenböden. Ich mache das immer ein bisschen länger, denn man muss das ja dann am Ende berechnen, dass es dann immer kürzer wird. Und damit das nicht am Anfang schon zu kurz ist, mache ich das halt so. Ja, gut. Ich habe übrigens das mal mit dem Haus probiert, ne? Wollte ich das mal sagen. Und ich muss euch sagen, der Leim ist für den Bau des Hauses nicht geeignet. Die Fensterrahmen fallen wieder raus. Das Dach habe ich versucht festzukleben, es ist auch wieder abgefallen. Also ich denke mal, ich werde heute bloß den Holzwagen machen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, und ja, das tut mir jetzt leid, aber ich möchte das Haus ordentlich zusammenbauen. Da muss ich mir Sekundenkleber organisieren, der auch wirklich sofort hält. Und jetzt das Fenster wieder rausfallen. Das ist ein bisschen blöd. Na, dann mache ich jetzt halt heute bloß den Holzwagen und ich hoffe, das ist okay für euch. Man kann nicht alles haben. Vor allem, wenn es nicht will. So, gut. Ich würde die Brille absetzen. Weiß ich, dass dann zusammen kniest, traddelt. Und dann ist das natürlich dann nicht mehr so gut. Es sollte schon in einer Ebene sein. Also in einer. Wie soll ich das jetzt erklären? Also es sollte nicht zusammengedreht sein, sondern es sollte halt naja, eine Linie bilden. So, jetzt haben wir es nochmal. Das ist halt wie echtes Spanngurt aussieht oder so. Ne? Gut, das echte Simulieren ist wahrscheinlich nicht so, aber ihr wisst schon, was ich meine. Na, vielen Dank. Da können wir noch drehen hier. Wie gesagt, die Ösen sind halt sehr empfindlich. Man sollte es vielleicht mit Gummi machen, aber Gummi hält ja nicht so. Also ich denke mal, die Methode, die ich hier mache, ist ganz gut. Aber man muss halt wirklich aufpassen, dass die Ösen dann nicht wegbrechen. Auf jeden Fall hält das Holz dann auf dem Wagen. Braucht euch keine Sorgen zu machen, dass es dann runterfällt. Und ihr braucht es nicht festzukleben. Das ist dann noch der Punkt, ihr braucht es nicht festzukleben. Ja, jetzt haben wir es fast. Wir haben es fast. Dann ist der erste Stapel dann komplett gesichert auf dem Wagen. So. Gut. Nochmal durchgehen hier. So. Öse. Und dann ist
kann. Ach, ganz, ganz wenig. Ja, da haben wir es. Perfekt. So, da ist jetzt dann das dritte Teil auch fertig. Und wir können das über das Holz drüber spannen. Natürlich, wie immer, kürzen. Ne? Ja, ist dafür ein bisschen zu lang. Ne? Das muss schon ein bisschen dementsprechend gekürzt sein. So, ich mache es noch von der anderen Seite drüber. Die Öl ist noch nicht ganz so perfekt. Die müssen wir noch ein bisschen größer machen, dass es auch einrasten kann. Ich hoffe, ihr seht alles noch, was ich mache hier. Ich versuche es zumindest. Ja, und das mit meinen Ohren, ja, das ist schon wirklich schon kriminell, sag ich mal, was ich hier mache mit meinen Ohren. Jetzt ist drin. Jupp, jetzt ist drin. Okay, damit ist der dritte Stapel gesichert, also ich meine die dritte Öse gesichert. Gleiches Spiel wie vorhin. Hier umdrücken, hier dahinter legen. Und schon ist es fest. Fest verzurrt. Jetzt reicht es aber wirklich von Stabilität her, würde ich sagen. Ja, bei die vierten brauche ich es nicht mehr festmachen. Ich denke, drei reichen aus. Jo, das ist auf jeden Fall fest genug. So, Brille wieder aufsetzen. Zeige ich euch das Ganze nochmal dran. Und dann werde ich das Ganze noch bei einem anderen Wagen machen. Und das zeige ich euch dann. Weil da muss man sich nämlich schon ganz schön konzentrieren. Na, ihr seht's. Hängt in den Ösen drin. Und das Holz ist immer noch ganz locker auf dem Wagen drauf. Ne? Ja, das kann ich euch zeigen hier, wenn ich den jetzt bewege. Bin. Ja. Also es ist, der Stapel ist zusammengeklebt, aber die Ösen halten das Holz fest. Ja. Ich glaube, wenn der im Tunnel mal umkippt oder so, sollte das nicht so schlimm sein, weil das hält auf jeden Fall sehr stabil. Gut, so, dann werde ich jetzt den anderen Stapel noch fertig machen und ich zeige euch dann das Endergebnis, wenn der Wagen fertig ist und melde mich nochmal. Bis gleich. Ja, Freunde, ich bin jetzt fertig. Aber wir wollen ja jetzt sicherlich das Endergebnis sehen, ne? Ist es mir denn gelungen, den Waggon komplett auf Holz umzurüsten? Oder bin ich wieder gescheitert, weil ich meine Kontrolle verloren habe? Nun, ich würde sagen, seht selbst. Das Endergebnis kann ich noch sehen lassen, denke ich mal. Übrigens, der zweite Holzstapel
Der war noch nicht mal fest. Ihr seht, das hält. Da fällt auch nichts mehr runter. Weil die Ösen tatsächlich das Holz auf dem Wagen halten. Auch so. Wunderbar. Natürlich macht das jeder anders, aber ich denke, das ist eine sehr gute Methode. Allerdings, und das muss ich euch dazu sagen, das ist eine Sisyphus-Arbeit vom Feinsten. Also da muss man sich schon sehr gut konzentrieren mit den Einhängen der Ösen und der Träte zurechtmachen und so weiter. Und es sollte auch dementsprechend ein bisschen ordentlich aussehen. Ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Na? Und das werde ich wahrscheinlich jetzt auch bei den anderen Wagen ebenfalls noch machen. Also nicht heute, sondern wenn ich mal die Zeit dazu habe. Oder das werde ich euch dann zeigen. Wenn der zweite Wagen kommt, den werden wir dann auch zusammen gestalten. Ich werde versuchen, auch noch bei dem ein bisschen Verwitterung oder so noch ein bisschen anbringen. Aber eben gesagt, heute nicht mehr. Ich bin jetzt erst einmal. Ja. Das reicht heute. Es war natürlich auch noch geplant, das Haus zu bauen, aber ich hatte es euch ja erklärt, dass dieser Klebstoff, den ich da habe, nicht für den Hausbau geeignet ist. Ja, da braucht man schon andere Kleber. Und genau deswegen ist es leider bloß bei dem Wagen jetzt geblieben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wie gesagt, Silvester folgt auch ein Fahrvideo, da könnt ihr euch drauf verlassen. Ich hoffe, dass ich einen lange nicht nochmal reinigen muss, komplett. Und ja, wenn ich dann morgen oder übermorgen, besser gesagt, die Geschäfte offen sind, die normalen Geschäfte, sag ich mal, dann gehe ich zu Globus, organisiere mir anderen Klebstoff und dann werden wir noch zusammen dieses Haus zusammenbauen. Ja, ich wollte auch in der Anlage was machen, aber wie gesagt, ich hatte es euch gerade. Man braucht dafür Konzentration, man muss dazu Lust haben und Laune. Und die ist zurzeit bei mir eben wirklich im Keller. Dass ich das mit dem Wagen noch gemacht habe, war einfach nur eine Ablenkung. Jetzt werde ich den Abend ausklingen lassen, ein bisschen Fernsehen schauen. Vielleicht auch noch ein kleines Spielchen machen. Nein, Cyberpunk sicherlich nicht. Läuft ja noch nicht, ist ja klar. Aber immer irgendwas anderes Kleines. Kartenspiel oder so. Und ja. Trotzdem wünsche ich euch noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag, Abend. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es das nächste Video von mir gibt. Was es ist, das werdet ihr ja dann sehen. Mit dem Worten wünsche ich das weg. Und denkt daran, immer fleißig liken, wenn es euch gefallen hat. Und nette Kommentare und Kritiken könnt ihr natürlich auch da lassen. Insbesondere was den Umbau des Wagens angeht. Tschüss.